Die Verbandsmeisterschaften der Altersklassen U9 und U10 stehen nach einem Jahr wieder vor der Tür. Der Tennisverband Berlin-Brandenburg TVBB veranstaltet auf dem Gelände des TC Lichterfelde 77 das 33. jüngsten Turnier, welches bei den Teilnehmern absolut toll ankommt und sehr beliebt ist. Ich wollte ja gern gewinnen, wenn ich schon mal so weit gekommen bin. Und ich wollte es einfach schaffen. Es schaffen, das wollte jeder der Finalisten. Der Tennis-Nachwuchs geht mit viel Motivation, na klar, mit jeder Menge Willenskraft in die jeweiligen Matches. Den Ansporn und das Können der Kinder des U9 und U10 Turniers spiegelt sich in ihren schnellen und präzisen Ballwechseln wider. Auch den Zuschauern sieht man die Begeisterung definitiv an. Dieses Jahr haben wir ein sehr gutes Niveau gehabt. Es sind natürlich die Kinder der U10 natürlich wesentlich weiter schon in ihrer Entwicklung, weil sie ja auch teilweise im Verband Training haben. Die U9er sind oft Neuentdeckungen, die hier eben erst ja, praktisch auffällig werden. Heute können sich die Kids unter Beweis stellen, denn um die Verbandsmeisterschaften 2018 gewinnen zu können, brauchen die kleinen Stars von morgen hervorragendes Können, welches sie aber ganz klar mitgebracht haben. Das bedeutet viel, weil es war mein erster Platzpokal und es war mein zweites Turnier. Ich habe mich auch manchmal noch schon ein bisschen Angst gehabt, weil ich habe schon mal gegen sie verloren, zweimal sogar. Aber dann hat es ganz gut geklappt. Der Tennisverband Berlin-Brandenburg TVBB unterstützt und fördert den neuen Nachwuchs für die spätere Tenniskarriere. Ich möchte, wenn ich später älter bin, Tennisprofi werden. So sehen die größten Träume der kleinen Profis aus. Mit dem Sieg der Verbandsmeisterschaften U9 und U10 der Jungs und der Mädels könnte das bestimmt auch mal wahr werden.